Grüß euch, hallo. Geht es euch auch so, dass es euch angesichts der vielen Channelings und Mediums und Coach und sowas alles euch ganz mulmig hört? Gottes Willen nochmal, jeder versucht mich zu coachen, jeder versucht mich irgendwie sein Seminar einzuladen, kostenlos natürlich, und jeder versucht mir seine Weisheiten aufzudrücken. Das macht ja ganz wahnsinnig. Naja, vielleicht mache ich das ja auch, aber in gewisser Weise nein. Denn ich sage klipp und klar, erhöhe deine Schwingung. Dann fallen dir bessere Gedanken ein. Und dann kannst du angesichts der Gedanken, die du dann ja hast, auch genau sehen, wie sich dein Leben verändert. Erhöht es dich, befreit es dich, werden zuvor die blöden Situationen, die man ja auch mal hatte, werden die gelinder, werden die weicher, werden die auf einmal leichter zu überstehen. Habe ich mehr, auf einmal mehr Glück im Leben? Bekomme ich ein bisschen mehr, sagen wir mal, ein bisschen mehr Anerkennung, die das auch wirklich widerspiegelt, was ich so denke? Oder kommen da lauter Sachen auf mich zu, wo ich denke, ist alles ganz nett, aber ist noch nicht so das, was ich, es passt noch nicht so ganz zu mir. Im Grunde genommen suchen wir alle das, was zu uns passt. Und dann sehen wir uns in dem Spiegelbild des anderen und fragen uns, passt das überhaupt zu mir? Will ich das überhaupt haben? Gute Frage. Und das ist eigentlich die Frage, vor der du gerade stehst. Ist das das, was du erleben willst? Ist es das, was du vorfinden willst? Tut mir leid, wie eine Geräuschkulisse, aber der hat jemand einen neuen Staubsauger. Da muss ich mal ausprobieren. Aber ist das das, was du haben willst? Es ist das, was du vorfinden möchtest. Das, die ganze Kulisse, in der du gerade bist, ist das so? Passt das zu dir? Und bist du zufrieden, wo du gerade steckst? Wenn du dann gerade mal nicht damit zufrieden bist, dann denke daran, okay, ich habe eine hohe Schwingung. Was soll mich das jetzt so angehen? Es wird besser. Alles, was ich denke, verbessert und ändert meine Lebenssituation. Weil das, was ich denke, Kräfte aktiviert in meinem eigenen Leben, die alles, was schlecht war, besänftigt und abmildert und auflöst und alles, was sowieso schon gut ist, noch in eine bessere Situation bringt. Dafür habe ich ja eben diese Kraft des Denkens. Wenn du das verstanden hast, dann weißt du auch, was hier auf der Erde gerade los ist oder was hier auch in diesem Land gerade los ist. Die meisten Menschen haben, wenn man mal verschlimmern alles, was sie umgibt, durch das, was sie denken, und dadurch wird es noch schlimmer. Darum ist gerade in einigen öffentlichen Talkrunden, nehme ich mal an, der Bär los, jedenfalls lese ich das in den Headlines. Darum sind Menschen maßlos verwirrt. Darum finden sie sich auch mal irgendwo in Rudeln zusammen und sind dann für eine einzige Sache begeistert und inspirieren sich dann so gegenseitig, gerade das jetzt gerade gut zu finden. Die Frage ist doch jetzt nur, warum findest du oder entscheidest du dich dafür, das und das gut zu finden? Jemand hat mal gesagt, nein, Jesus Christus ist der Retter, Jesus Christus befreit unser Denken, Jesus Christus befreit uns alle. Ja, Jesus Christus nimmt die Belastung von mir weg. Naja, man nimmt dir eine Belastung schon von dir weg, nachdem du sie selbst aufgelöst hast. Das ist kein Witz. Ich meine, das ist nicht hämisch, ganz im Gegenteil. Man könnte sagen, man nimmt dir den Ballast deines Lebens so weg, nachdem du ihn selber sozusagen innerlich verbrannt hast. Soll heißen, da ist das, was dich vorher kaputt gehauen hat, bis zur Unkenntlichkeit von dir selbst, durch das, was du denkst, durch die Kraft, die du deinem Leben entfesselt hast, sozusagen, so, sagen wir mal, zerkleinert worden. Dass mir einfach nur einfällt, verbrenne es doch einfach, das, was dich so nervt. Und dann meine ich, verbrenne die Vorlage. Verbrenne die Vorlage für alles das, was dich nervt. Wo keine Vorlage, da keine Auswirkungen. Und wenn du eine Vorlage verbrennst, dann verbrennst du auch keine tatsächlichen Menschen oder keine tatsächlichen Häuser oder sonst irgendwas, sondern nur die Möglichkeit, dass sie überhaupt existieren in deinem Leben. Woanders können sie existieren, klar, da wo sie eine Vorlage für ihr eigenes Treiben so vorfinden. Da kannst du es dann sozusagen, da können sie dann sozusagen weiter existieren. Und zurzeit haben unsere
Medienvordenker oder unsere Medienbeherrscher sozusagen, eine Plattform, auf der sie alle landen, nämlich durch das, was die Menschen unisono denken. Sie finden sozusagen die energetische Plattform vor. Aber das ist doch nun wirklich etwas, was nicht so schwer zu begreifen ist und wo man sich auch nicht irgendwo in den höchsten Höhen des Spiritismus aufhalten muss, um diesen einfachen Mechanismus zu begreifen. Es hat mal geheißen, suche und du wirst finden. Und dann sagte jemand, ja, suche unter jedem Stein und du wirst finden. Jeder Stein, jeder Gedanke, den du hast, könnte dein eigenes Licht erhellen. Je höher deine eigene Schwingung ist. Und darum kann ich ja auch keine Seminare geben oder sonst irgendwas. Das wäre auch eine Möglichkeit, sagen wir mal, mich irgendwie vielleicht finanziell noch besser dazustehen oder irgendwie sowas. Das kann natürlich sein. Aber ich möchte nicht wissen, was dann anschließend mein höchster Geist mir daraufhin erzählen wird. Denn ein Problem habe ich damit. Ich kann einem Menschen nicht vordenken, was er denken soll. Nur den Vorschlag machen. Erhöhe deine Schwingung. Durch das, was du denkst, wird sie höher. Erhöhe deine Schwingung und siehe da, du findest auf einmal andere Verhältnisse vor. Ich wünsche dir sehr viel Glück dabei. Ich habe gesehen, dass ich gestern ein paar mehr Klicks hatte und ich werde mal sehen. Also vielleicht kriegen wir das ja die Tage hin, dass ich auch mal live gehe. Aber dazu müsste ich Kommentare haben oder so etwas, die sagen, ja, wäre schön, wenn du es mal live machen könntest oder so. Andererseits glaube ich auch, dass das gar nicht mehr so nötig ist. Denn ich glaube, jemand, der hier auf diesem Kanal ist, hat längst begriffen. Ich kriege meine eigenen Gedanken wunderbar dahingehend trainiert, dass sie mich erfüllen, dass sie mich erfreuen, dass sie mich erfolgreich machen. Einfach deshalb, weil ich mit meinen Gedanken Kräfte aktiviere, die mein Leben nicht nur verbessern, sondern und auch wirklich entscheidend verbessern, sondern mir auch die Belastung des Lebens wegnehmen. Ganz einfach deshalb, weil sie so hoch schwingend werden, dass sie keine Belastung mehr darstellen. Wenn man sich das Wort Belastung mal anguckt, dann merkt man, dass es eine Last ist. Und eine Last wiegt längst nicht mehr so schwer, wenn sie auf einmal irrsinnig leichter geworden ist. Es ist ein Unterschied, ob ich etwas auf dem Rücken trage, was 5 Kilogramm wiegt, oder etwas auf dem Rücken trage, was gerade mal 5 Gramm wiegt. Natürlich ist es ein Unterschied. Aber durch eine höhere Schwingung kriegst du das ja leichter. Davon rede ich ja die ganze Zeit. Du kannst es ja mal ausprobieren. Und ich meine, ich denke, das ist ja nicht so schwer, sie in die Ecke zu setzen und zu sagen, okay, ich kriege eine Überschwingung. Ich fange an, das an meiner Hand abzuziehen, meinetwegen, oder bewegt da irgendeine Perlenkette oder sonst irgendwas. Oder fange an zu stricken und bei jeder Masche sage ich, okay, ich habe eine höhere Schwingung, ich habe eine höhere Schwingung, ich kriege eine höhere Schwingung und so weiter. Bis du so eine hohe Schwingung hast, dass du die Belastungen des Lebens gar nicht mehr merkst, weil sie nämlich verschwunden sind. Eine Kristallenergie hilft hier weiter. Und wie es weiterhilft. Eine Kristallenergie ist etwas, was alles leichter macht. Wenn du also Gedanken denkst, die Kristallenergie zu dir lenken, aufgrund der Anziehungskraft, die ja unser Denken darstellt, ja, dann hast du es doch. Dann wird es doch besser. Und glaub mir, wenn du jetzt gerade vor einem Problem stehst, um Gottes Willen, was weiß ich was, am 28. dieses Monats habe ich das und das zu tun, oh Gott, was ist denn? Und das schaffe ich doch gar nicht, das kann ich doch überhaupt nicht. Und wie soll ich das denn jemals bewältigen? Oder irgendwie sowas. Nun, der 28. ist der 28. Heute ist, sagen wir mal, der 4. Heute ist wirklich der 4. Aber heute ist also der 4. Wir haben also 24 Tage Zeit, oder du hast dann 24 Tage Zeit, eine so hohe Schwingung hervorzubringen, dass der 28. Tag, der Tag des 28., dir, also nochmal diese Herausforderung, die also offensichtlich steht, dich glänzend bewältigen lässt oder aber gar nicht mehr zu bewältigen, dass sie gar nicht mehr bewältigt werden muss. Kennst du das? Täglich grüßt das Murmeltier. Es gibt noch mehrere, Lola rennt oder sowas, das ist genau dasselbe. Dann lebst du eine dieselbe Situation immer und immer wieder, bis du es schaffst, diese zu bewältigen. Und noch etwas, bei täglich grüßt das Murmeltier, diesen Film liebe ich eigentlich, zumindest die Aussage davon, weil der Tag, der immer und immer wiederkehrt, der immer, es ist der, ich weiß gar nicht mehr, der 11. Februar oder sowas,
Immer wieder ist derselbe Tag und jedes Mal das Faltblatt des Kalenders, zack, immer der gleiche Tag, immer der gleiche Tag, immer die gleichen Situationen. Ja, ist das nicht dasselbe, was wir ja auch haben? Wir scheinen immer wieder ein Déjà-vu zu haben, wir scheinen immer wieder in dieselbe Situation zu kommen, bis wir sie bewältigt haben. Und das ein täglich grüßt das Murmeltier endet damit, dass der Tag, der am Anfang der fürchterlichste Tag für den Wettermoderator oder sowas war, oder der Berichterstatter des Murmeltiertags oder sowas, dass dieser Moderator es verstanden hat, diesen Tag zum schönsten seines Lebens zu machen. Also es war so, am Anfang war das der fürchterlichste, grauenhafteste Tag und durch das, was er dann erlebte, den Tag ja immer wieder. Und es wurde eigentlich immer schlimmer und auf einmal machte er was aus diesem Tag. Also immer wieder machte er zwar den gleichen Tag vor, aber er fing an, Klavier zu spielen, zu lernen, Eiskulturen zu melden, Eiskulturen herzustellen. Und die Frau seines Herzens, war dann direkt in seiner Nähe, kriegte er nun auf einmal dazu, dass er sie besser verstand, sie besser kennenlernte, mit ihr redete und so weiter. Auf einmal wurde sie ihm der liebste Mensch. Und auf einmal wurde der Tag, der für ihn immer so gräulich, grässlich, grauenhaft, schauderhaft war, der schönste Tag seines Lebens. Und jetzt hat er ihn gerne nochmal wieder erlebt, aber da war die Zeit weitergeschritten. Seht ihr, das ist genau der Punkt. Du kannst aus jedem dieser Tage, die du hier leben wirst, wie viele das sind, weiß ich natürlich nicht mehr, weiß ich natürlich nicht. Bei mir weiß ich schon gar nicht. Du kannst aus jedem Tag das Beste machen, indem du die beste Energie hervorbringst. Durch das eben, was du denkst. Und es besänftigt dein Leben, es besänftigt deine Situation, es besänftigt das, was du erleben wirst. Und bestimmt auch das, was du in Zukunft erleben wirst. Das ist das, was du in dieser Sekunde denkst. Und du kannst heute Abend schon dafür gesorgt haben, dass, also durch das, was du bis heute Abend denkst, schon dafür gesorgt haben, oder bis morgen Abend, je nachdem, wenn du dieses Video hier siehst, dafür gesorgt haben, dass du eine bessere Voraussetzung vorfindest, als, sagen wir mal, man vor 2 Tagen hätte denken können. Es kommt auf die Kraft an, die du durch dein eigenes Denken in dein eigenes Leben leitest, wofür du empfänglich bist. Und da kann dir leider kein Coach und kein Trainer und kein sonstiger Berater, ein spiritueller Lebensberater oder sowas, bei helfen. Das sind immer deine Gedanken. Ich meine, das, was du denkst, das zeigt eigentlich nur, wes Geistes Kind du bist. Und warum solltest du bitte einen spirituellen Berater haben, wenn du da längst dabei bist, deine eigene Schwingung so zu erhöhen, dass du das alles gar nicht mehr brauchst? Es ist, wie ich zugebe, ein bisschen kritisch. Man kann sich nämlich fragen, wenn auf einmal alle das tun, wird denn überhaupt noch mal jemand das tun, was er sowieso schon getan hat? Ja, er würde es vielleicht tun, aber mit einer anderen Voraussetzung und mit einer anderen Energie. Und wir alle beleben durch das, was wir tun, genau das Umfeld, in dem wir uns gerade bewegen und in dem wir uns gerade befinden. Ich hoffe, dass du das gut verstehst. Und noch etwas. Bob Dylan, habe ich heute gelesen, sagte, ein Mensch ist immer dann erfolgreich, wenn er den ganzen Tag das tut, was er will. Ich würde sagen, ein Mensch ist immer dann erfolgreich, wenn er den ganzen Tag denkt, ganz egal in welcher Situation er steckt, was er will. Wenn er genau weiß, meine Gedanken steuern mich genau dahin, wo ich auf mich hin will. Und ich gebe zu, zurzeit sehe ich hier mehr Gefahrenanzeiger, also als das, wo ich wirklich hin will. Ich sehe im Augenblick mehr das, was ich gerne vermeiden möchte, als das, was ich gerne vorfinden möchte. Also von meinem äußeren Umfeld präsentiert. Das ist eigentlich etwas, was ich liebend gerne vermeide. Und ich kann sogar das, wo ich gerne hin will. Aber na gut, meine Gedanken bringen mich dann ja raus. Also früher habe ich das mich mal so da eingekapselt, mich da so eingerollt in alles, was ich nicht leiden kann, dass es wirklich schwer war, da rauszukommen. Aber ich hatte schon einmal M.C. Escher erwähnt. Die Bilder von M.C. Escher sind wirklich klasse. Und er hat ja einmal gesagt, die Unendlichkeit wird von der Unendlichkeit begrenzt. Das stimmt. Hinter dir liegen unendlich viele Gedanken, die unendlich viel Energie ausgeschüttet haben. Und zwar in genau der Energie, in der du gerade sitzt. Vor dir liegen unendlich viele Gedanken, die alle noch im Dunkeln liegen sozusagen, die du aber durch das, was du denkst und wie du denkst, entweder zu etwas sehr Lichterfüllendem machst,
zu einer Art Edelstein, zu einem Brillanten sozusagen, der dein Licht, deinen Weg erhellen und immer wieder erhellen wird. Oder du denkst trübe Gedanken, dann bleibt das so richtig, bleibt das Heim im Dunkeln in der Patsche stecken. Es ist nicht mehr ganz so dunkel, aber es ist halt so ein trübes Funkeln irgendwie. Die Königin der Nacht ist so ein Vergleich dafür. Die Königin der Nacht erhält alles durch das, was sie denkt. So, dass es irgendwann Tag wird. Naja, dass der Tag von dass er das Nacht vom Tag abgelöst wird, das wissen wir. So, dann haben wir es ja auch, ne? Dann wissen wir es ja. Unser MC Escher war wirklich ein sehr kluger Mensch. Er hatte mal eine Lithografie gemacht. Da waren am Anfang die Schmetterlinge oder Vögel oder so, waren so dicht gedrängt. Die klebten alle aneinander. Die waren fast aneinander gepresst, die befanden sich da wie die Heringe. Also das war alles so eng und alles, es war ein echtes Gewusel, ein echtes Drängen. Da passte kein Blatt mehr zwischen. Ein Schmetterling oder ein Vogel, wo der Vogel endete, da begann bereits die Kontur des anderen Vogels und so weiter. Es war einfach kein freier Flug möglich. Und am Anfang war das alles sehr, 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 sehr eng, weil es so viele waren. Und später wurden die dann immer größer und immer größer. Und die einzelnen Vögel wurden erkennbar. Und etwas später lag auf einmal zwischen den einzelnen Vögeln richtig viel Platz, sodass jeder Vogel frei fließen konnte und frei fliegen konnte. Ist das klar? Das heißt, deine Gedanken, solange die noch eingeengt sind, können nicht frei fließen. Unmöglich. Solange deine Gedanken aber recht viel Raum haben, Platz haben, sich entfalten können, einfach weil es eine hohe Schwingung hat, ja, dann fließt dein Leben natürlich wieder ganz elegant und frei dahin. Okay, dann haben wir es. Dann haben wir es verstanden und können weitermachen. Ich wünsche dir auf diesem Weg sehr viel Glück, sehr viel, sehr viel, sehr viel Freude. Weil das Leben ist eine einzige Veränderung und es macht auch Spaß. Wenn man sieht, dass durch die Kraft des eigenen Denkens sich die Situationen abmildern und besänftigt werden und sich die Situationen, die man so gar nicht leiden kann, sich auf einmal auflösen. Und dann erkennt man auch, dass man bestimmte Sachen unbedingt behalten wollte und stellt später fest, das hatte mit mir gar nichts zu tun. Viel Glück auf deiner Reise, du wirst es haben, davon bin ich überzeugt. Alles Gute dir, komm gut hin.